Ein wunderschönes Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft. Immer noch, oder was heißt immer noch, wie immer mit unserem Priester, den wir ja momentan hochleveln. Es ist ungelogen gerade 2.19 Uhr in der Nacht, meine Amigos. Aber ich nehme den Part noch auf, weil wir haben schon Sonntag, wenn ich das hier aufnehme. Ja, ich bin wieder sehr früh am Start. Wir checken mal die Quests ab. Was wir hier so machen müssen, wir machen das jetzt einfach mal hier. Und ich hatte keine Idee für ein gutes Thema, aber da ich im letzten Part über das Thema Schule geredet habe, möchte ich heute mal so über meine Zukunft reden oder was ich mir vorstellen könnte, was ich in der Zukunft denn so machen werde oder was ich als Kind eigentlich früher unbedingt mal machen wollte. Und so weiter und so fort. Und das alles fing recht früh an. Ich glaube, ich habe ja im letzten Part schon gesagt, als ich über die Schule geredet habe, so Grundschule, dass mir Mathe sehr viel Spaß gemacht hat. Und damals wollte ich tatsächlich irgendwas, das Thema könnte übrigens sehr kurz werden, das heißt, es könnte vielleicht eine kürzere Folge werden oder tatsächlich mal mehr on-topic, möchte ich nur kurz so mal schon zur Warnung rausgeben. Oder halt, also, ja, mir hat ja Mathematik in der Grundschule sehr, sehr viel Spaß gemacht als Kind. Wieso auch immer. Das verstehe ich bis heute immer noch nicht. Und dementsprechend wollte ich tatsächlich als kleine Grundschule erstmal, also ich sag mal so, was zum Fick? So erste bis zweite Klasse wollte ich irgendwas werden, wo ich Mathematik für den Beruf brauche. Also so Mathematiker und so ein Scheiß. Und fragt mich nicht warum, aber ich wollte das halt damals werden. Und wir sind Stufe 30, das ist sehr schön. Ich wollte es damals machen. Weil es mir einfach verdammt viel Spaß gemacht hat. Was genau, habe ich mir damals nie vorgestellt. Es sollte einfach irgendwas mit Mathematik zu tun haben. Genaueres konnte ich mir aber auch nicht vorstellen. Dann gegen vierte Klasse wollte ich tatsächlich, da wollte ich Koch werden. Was daran liegt, dass mein Bruder einfach Koch war und also mein Bruder zu dem Zeitpunkt angefangen hat mit seiner Ausbildung. Doch, glaube ich, das müsste derzeit gewesen sein. Und mein Dad war früher auch Koch. Und ich weiß nicht, Kochen hat mich irgendwie ein bisschen begeistert als Kind. So, das hat mir selbst Spaß gemacht schon als Kind. Und dementsprechend war das auch so eine Sache. So, Koch wollte ich werden und hatte da meinen Bruder unter anderem als Vorbild. So, damals war ich kleiner, ey, da war mein Bruder halt ein Vorbild von mir. Habe ich aber, glaube ich, auch sehr schnell wieder aufgegeben. Das heißt, so schnell habe ich es gar nicht aufgegeben, glaube ich, tatsächlich. Es war noch nicht mehr so der Traumberuf, den ich immer machen wollte. Ich hatte nebenbei immer mal so ein paar andere Sachen, wo ich mir vorgestellt habe, die wären ganz cool. Unter anderem, gehen wir mal kurz nach Stummen zurück. Unter anderem, was ich mir auch ganz cool vorgestellt habe, aber ich glaube, ich bin mir da echt unsicher, ob das sogar schon vor der Grundschule war, war tatsächlich Architekt. Da ich früher, als ich noch gerne gezeichnet habe, habe ich unter anderem auch sehr gerne einfach Grundrisse von irgendwelchen Häusern gezeichnet. Also so quasi dann die Raumverteilung und alles und wie man das dann einrichten würde. Und ich habe sehr gerne Sims gespielt, als kleines Kind immer so. Bei meiner Tante, also die Cousine von mir, die hatte einen Laptop mit Sims 2 installiert und ich habe das da halt ultra gern drauf gespielt und habe ultra gern Häuser gebaut. Und deswegen war halt auch so eine Sache, so Architekt werden, so habe ich mir damals halt mega cool vorgestellt, weil halt einfach, du machst das dein Ganze dann halt im Real Life so. Und da wäre sogar auch der mathematische Aspekt auch mit reingeflossen, was ja dann in der Grundschule so der Fall war, so, ey, ich möchte irgendwas mit Mathe machen. Aber das habe ich alles schnell aufgegeben, als ich dann aufs Gymnasium kam. Und gemerkt habe, dass Mathe einfach so das absolut größte Drecksfach ist. Und vor allem beim Architekt halt mathematisches halt wirklich krass vorausgesetzt ist. Die Sache mit Koch habe ich auch irgendwann aufgegeben, weil ich gesehen habe, wie wenig Fun mein Bruder das eigentlich teils gemacht hat, dass er teils richtig genervt von der Arbeit kam. Weil er, gut, es kann auch daran liegen, dass sein Chef vielleicht jetzt nicht so gerade der Beste war, so ein fast Fulltime-Drunk, so. Aber, naja, war halt, ich weiß nicht, das Kochen selbst hat mir immer mega, hat mir trotzdem noch mega Spaß gemacht. Aber es hat sich nie so angefühlt, als ob ich das dann doch irgendwie beruflich machen könnte, obwohl ich es eigentlich gern gemacht hätte, als Kind damals noch vierte Klasse Grundschule. Aber es hat mir
immer noch Spaß gemacht und auch bis heute würde ich sagen, dass ich eigentlich noch sehr gerne koche. Selber kochen macht einfach irgendwie, macht halt einfach irgendwie, ja, viel Fun. Dann habe ich in der 6. Klasse Informatik für mich entdeckt. Und es war einfach, dass mir auch übertrieben viel Spaß gemacht hat, einfach indem ich auch gute Noten bekommen habe. Und ich war ja generell zu dem Zeitpunkt schon ein Kind, das so gerne am PC saß und Zeit für sich hatte, also unter anderem mit Zocken und so. Und dementsprechend waren halt meine Eltern auch so der Meinung, hey, du machst mir irgendwas, wo du am PC sitzt, irgendwas IT-mäßiges. Und dann habe ich gesagt, ja, das wäre eigentlich so das Beste für mich. Und das, daran habe ich auch wirklich sehr, 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 sehr lange festgehalten. Bis es dann auch damit so langsam bergab ging und ich gemerkt habe, ey, das Programmieren und so, das ist nichts für mich. Das habe ich dann gemerkt und dann auch diese IT-Schiene war dann relativ schnell weg eigentlich so gesehen schon. Und dann war ich erstmal teils da gesessen und habe mir gedacht, fuck, was willst du eigentlich machen? Also ich habe wirklich eine lange Zeit überlegt, was ich nach der Schule machen will oder was ich überhaupt machen kann, weil mir ist nämlich absolut nichts eingefallen, was ich machen könnte. Und dann habe ich halt mit YouTube angefangen und habe gemerkt, dass es mir viel Spaß macht, mit Photoshop zu arbeiten. Also kam ich dann erstmal auf den Beruf Mediengestalter oder Mediendesign oder Grafikdesign, Grafiker, whatever, wozu ich mich auch genau informiert habe tatsächlich unter anderem. Aber das ist tatsächlich auch, also Mediengestaltung und so ist eine Sache, die würde ich auch noch gerne machen tatsächlich. Das ist zwar nicht mein Traumberuf, aber es ist eine Sache, die würde ich sehr gerne machen noch. Nur bin ich mir da halt auch mega unsicher. Aber dann ging es weiter mit YouTube und dann hat mich Simon irgendwie so auf den, das hatte ich so gar nicht auf den Schirm, das beruflich zu machen. So, weißt du, so Cutter, halt Videoschnitt und alles. Und dann dachte ich mir so, fuck, das ist eigentlich eine mega geile Idee. So, Videos schneiden habe ich gern gemacht oder mache ich immer noch gerne. Und also jetzt, außer dass es irgendwie monoton und so, ne, Thema hatten wir ja schon des Öfteren. Aber so an sich macht mir das Spaß. Und dann dachte ich so, fuck, das ist eigentlich eine geniale Idee. Aber nur Cutter wäre auch langweilig. Und dementsprechend, was generell am geilsten wäre, ich weiß nicht zu 100%, was es da für einen Studiengang gäbe. Oder Ausbildung. Also ich glaube, zum Cutter gibt es auf jeden Fall einen Studiengang. Bin mir aber nicht sicher. Aber halt, ja, quasi Videoproduzent halt. Und was ich mir tatsächlich am geilsten vorstelle, ist damit selbstständig werden. Also halt, du drehst Werbespots, Imagefilme oder so, von mir aus auch Musikvideos für andere Leute. Du drehst die selbst. Du bearbeitest die selbst, du schneidest die selbst, du colorgradest selbst, du machst halt alles selbst und das ist halt etwas, was ich mir sehr zeitaufwendig vorstelle, aber was ich mir, wo ich mir denke, das könnte eigentlich ganz viel Spaß machen und das ist auch das, was ich eigentlich machen will, so momentan. Nur habe ich in diesem Gebiet also sehr wenig Erfahrung, also klar, ich beherrsche die Grundlagen und so mit Premiere, aber mehr halt auch einfach nicht. Und da bin ich deswegen auch umso mehr froh, dass ich halt jemanden wie Nico kenne, der unter anderem ja Musik macht. Und ich habe ja eine Kamera hier, also, so, warte mal, ich kann hier mal kurz in die wunderschöne Facecam zeigen. Hier, meine wunderschöne G70 mit diesem wunderschönen Micro Four Thirds Sensor. Da sollte kein Staub drauf kommen, deswegen mache ich das einfach mal schnell wieder zu. Ja, Abdeckung. Wo ist der Pfeil? Da ist der Pfeil. So. das ist meine Kamera. Das ist eine sehr. Ja, ist eine Einsteigerkamera, jetzt nichts Profimäßiges, aber mehr kann ich mir halt nicht leisten. Ich bin halt sehr froh, dass ich da jemanden wie Nico kenne, der halt Musik macht. Zu dem ich einfach irgendwann mal fragen kann und sage: Hey, komm, Nico, wir drehen mal ein Musikvideo für eins deiner Tracks. Um einfach mal zu testen, wie es ist, selbst ein Musikvideo zu drehen, das Ganze dann zu schneiden und zu colorgraden. Und wenn ich das irgendwann mal mache, dann werde ich Nico auch sagen, er soll mir da eine Deadline geben, bis wann es fertig ist, sodass ich auch lerne, wie es ist, wenn man Deadlines einhalten muss, also quasi auch unter Zeitdruck vielleicht mal arbeitet. Und außerdem ist das auch noch sehr gut, weil wenn man irgendwie sowas machen will in die Richtung,
dann ist es immer schön, was zum Vorzeigen zu haben. Und wenn du schon hier sagen kannst, hey, ich habe da ein Musikvideo gedreht und das sieht vielleicht gar nicht so scheiße aus, dann kannst du zeigen, du hast schon mal was. Quasi so ein Portfolio. Und das ist halt dann recht praktisch. Und ich weiß halt nicht. Wenn ich halt, je öfter ich Videos sehe, die irgendwie, also irgendwie Musikvideos oder so sehe, denke ich mir, fuck, die sehen geil aus. Und du kannst durch so ein Video, kannst du so viel ausdrücken und das ist einfach heftig geil und Color Grading und alles, das sind so Dinge, die mich momentan halt ein bisschen interessieren und auch sehr faszinieren. Und durch so kranke Videoproduzenten, wie man sieht hier, Leute, die das JBB verfolgen, Venom Pictures oder Arthur Rehwag, das ist halt so eine kleine Inspiration, so zu sehen, ey, das kannst du alles schaffen mit einer fucking Kamera, so. Und das ist wirklich das, was ich machen will. Das ist auch kein, also momentan eher so als Hobby noch, aber ich will da auf jeden Fall mehr draus machen. Wenn ich in Köln unterwegs bin, dann werde ich auch, also dann werden wir ja zum einen vloggen, wo ich mir versuche, sehr viel Mühe zu geben. Und zum anderen werde ich auch versuchen, so ein bisschen die Landschaft, die Umgebung, die Stadt zu filmen und daraus nochmal was ganz Eigenes zu machen, wofür ich dann aber einen anderen Channel erstellen möchte, wo ich das alles quasi so sammeln werde. Da werde ich dann auch nochmal das Krakow-Video hochladen, das ja jetzt nicht so das Beste war, was Image Stabilization und so angeht. Aber ja, das sind so Dinge, das ist halt so das, was ich machen will. Irgendwie wie Videograf, Videoproduzent, whatever. Das ist mir scheißegal, wie man es nennen will. Ist halt das, was ich gerne machen würde. Vor allem, keine Ahnung, kreativ arbeiten, finde ich, ist eh so, in meiner Vorstellung zumindest, ist kreativ arbeiten einfach das Geilste. Du hast immer was Neues, es ist immer was anderes und was geht euch durch den Kopf? Der Gedanke allein gefällt mir schon. Und das ist halt eher, es hat halt nicht viel mit Theorie oder so zu tun oder mit schriftlichem Scheiß oder so. Du nimmst einfach deine Scheißkamera, filmst irgendwas, schneidest es zusammen. Und das finde ich halt einfach genial, weil ich hasse Theorie und Praxis finde ich geiler. Liegt mir auch eher als Theorie und deswegen, ja. Außerdem ist es auch sehr viel Learning by Doing mit dem Filmen, was ich auch gut finde, tatsächlich. Weiß nicht, weil wie gesagt, einfach nur stumpf lernen und so, also auswendig lernen und so ein Scheiß, hasse ich. Deswegen hasse ich auch die Schule und deswegen lerne ich auch nicht, weil ich stumpfes auswendig lernen einfach hasse. Und wie gesagt, das ist halt, also Videografie und so, fasziniert mich da momentan sehr. Ich schaue sehr viele Videos auf YouTube, um mich da ein bisschen weiterzubilden, vor allem was Kameras und so angeht. Wo man am besten was für ein Objektiv verwendet oder sonstigen Scheiß oder halt Tutorials für Premiere schaue ich mir teils auch an. Oder wie von einigen Leuten, die behind the scenes gedreht haben, wie sie ein Musikvideo drehen, um da auch schon mal ein bisschen Erfahrung zu sammeln, wie drehe ich dann das Musikvideo tatsächlich? Was für Equipment brauche ich? Was benötige ich alles? Aber ich bin da sehr gespannt, wenn ich dann auf jeden Fall meine ersten richtigen Erfahrungen mache. Wie zum Beispiel halt, wenn ich für Nico das Musikvideo drehe irgendwann. Und ich möchte das wirklich durchziehen. Also, wenn nicht selbstständig, dann irgendwie anders. Aber das ist eine Sache, die ich gerne machen möchte. Ich weiß nicht, ob man die anders beruflich machen kann, für größere Teams oder Firmen arbeiten oder so, denke ich mal. Aber so ein kleiner Traum, nenne ich es mal, ist halt momentan, dass man irgendwann mal von einem etwas bekannteren Musiker oder Rapper vor allem, da ich diese Tracks ja am meisten, also da ich rappe ja am meisten höre oder fast ausschließlich, so ein kleiner Traum ist entweder mal, das muss entweder mal von so einem etwas bekannteren Rapper, dass da einfach mal ein Video von mir produziert wurde. Oder halt vielleicht sogar irgendwie so auf dem JBW-Kanal so ein unbekannterer Rapper, der es halt reingeschafft hat und dass das Video dann von mir gemacht wurde. Das fände ich halt schon mal irgendwo geil. Ich habe in dem Bereich noch gar keine Erfahrung. Aber ich würde es echt gerne mal ausprobieren. Und da bin ich echt nochmal, ich kann nicht sagen, wie krass dankbar ich eigentlich dafür bin, dass ich jemanden wie Nico kenne, durch den ich diese Erfahrung dann eben sammeln kann. Oder vielleicht habe ich auch schon davor Glück und sammle diese Erfahrung durch jemand anderen. Also so ein Musikvideo möchte ich auf jeden Fall mal drehen.
Stelle ich mir übertrieben spaßig und lustig vor. Und das ist so eigentlich mein größter Traumberuf, nenne ich es jetzt einfach mal. Momentan halt Videoproducer zu werden, Videograf. Fotografie ist auch nice, aber interessiert mich jetzt nicht so krass wie Videografie. Von daher. aber ja, das ist das, was ich machen will. Weiß nicht, könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, was so euer Traumberuf ist oder was so euer Traumberuf war. Ich würde auch nicht sagen, dass es den einen richtigen Traumberuf gibt. Denn gefühlt ändert sich das halt immer wieder des Öfteren so. Deswegen, also man ändert oft seine Vorstellung von dem Beruf, den man ausüben will, wenn man raus ist aus der Schule. Deswegen würde ich nicht sagen, dass es den einen Traumberuf gibt, sondern halt mehrere Berufswünsche, die man irgendwann mal hat. Was sich auch immer abändert. Wichtig ist auf jeden Fall, denke ich, dass wenn man sich irgendeinen Beruf in den Kopf gesetzt hat, dass man halt auch einfach daran irgendwo glaubt und festhält und zeigt so, hey, das möchte man wirklich machen. Und dass man da halt wirklich auch Ehrgeiz zeigt und alles und sich daran ein bisschen reinhängt. Ich weiß nämlich nicht. Viele sagen halt auch so, die Schulzeit ist so die beste Zeit. Aber irgendwie ja nicht. Eigentlich müsste doch die Zeit während des Studiums oder während der Arbeit doch viel geiler sein, wenn du auch wirklich das machst, was du machen willst. Wenn du einfach das durchziehst, worauf du Lust hast. Wenn du quasi den Beruf, wenn du für den Beruf kämpfst, den du haben willst, den du schon immer haben wolltest, dann ist doch einfach diese Zeit nach der Schule viel, 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 viel geiler als die Schulzeit selbst, oder? Ich meine, klar hat man während der Schulzeit viel Freizeit, aber juckt dich das während deinem Beruf, wenn du irgendwas ausübst, was dir verfickt viel Spaß macht, wo du jeden Tag aufstehst und sagst, ey, ich habe Spaß an meinem Beruf. Ich finde es geil, damit Geld verdienen zu können. Das ist halt so die Frage, die ich mir da stelle. Ich weiß nicht, wie ihr das da seht. Das könnt ihr mir ja auch mal sehr, sehr gerne in in die Kommentare schreiben. Bin immer sehr gespannt, mir das von euch da alles durchzulesen. Oder was halt, wie gesagt, eure Traumberufe sind oder euer Traumberuf ist oder euer Traumberuf war und ach, hast du nicht gesehen? Ihr wisst ja, was ich meine. Ihr versteht mich ja. Wir verstehen uns ja immer sehr gut, meine Damen und Herren. Es ist auch gerade fucking 2:30 in der Nacht und ich werde den Part jetzt hier dann tatsächlich auch gleich an dieser Stelle beenden. Ich weiß, wir haben nicht viel erreicht. Ich weiß, das ist ein sehr kurzer Part, aber es ist auch kein Thema, das ich jetzt unmöglich in die Länge ziehen will. Ich habe so ziemlich gesagt, was ich sagen wollte. Und deswegen finde ich, ist es auch besser, wenn ich hier schon Schluss mache, als wenn ich das jetzt noch wirklich dumm in die Länge ziehe. Das würde dem Thema nicht gut tun, das würde dem Part nicht gut tun. Das würde dem Video nicht gut tun. Das gleiche Video für den Partner gut tun. Ihr versteht mich. Wir haben nicht viel erreicht. Ich habe das Thema aber durchgekommen. Und ja, das war jetzt wirklich wieder auf letzte Sekunde, weil ihr seht, 2:30 in der Nacht. Ja. Was geht euch durch den Kopf? Naja. Nichtsdestotrotz hoffe ich natürlich, dass euch das Thema und der Part wie immer gefallen hat. Und ich würde mich mal wieder sehr über Themenvorschläge freuen. Die nächsten zwei Parts sollte ich nämlich vorproduzieren. Denn nächste Woche Sonntag ist so mein letzter Chill-Tag. Dann Montag geht es nach Köln. Und dann beginnen Elvlogos. Hier mit dieser wunderschönen Kamera. Und dann komme ich samstags nach Hause und sonntags fahre ich für eine Woche zur guten Merle. Da penne ich dann bis Donnerstag und dann bin ich wieder zurück. Und dann wird auf jeden Fall die Folge nach, also die WoW-Folge nach Gamescom und nach der Woche bei Merle. Diese Folge wird dann auf jeden Fall über genau diese zwei Wochen gehen, wo ich das so ein bisschen Revue passieren lasse. Und ja. Hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es sehr kurz war. Also im Vergleich zu den anderen WoW-Parts. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag, Mittag oder was weiß ich. Ach, keine Ahnung. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann halt nicht. Dann gebt ihr einen Daumen nach unten. Dafür ist der nämlich da, wenn euch das Video nicht gefallen hat.
Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal in fucking World of Warcraft. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.